الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Gnaden sein auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir danken Allah, denn ohne seine Gnade wären wir nicht zu dem gewesen, wären wir nicht das gewesen, was wir heute sind. Ohne die Gnade Allahs wären wir heute nicht hier in einer der Häuser Allahs versammelt. Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, für jede Gnade, die er uns erwiesen hat, ob wir uns daran erinnern können oder auch nicht. Meine lieben Brüder und Schwestern, es geht uns heute um eine Gnade Allahs subhanahu wa ta'ala, die er manchen Menschen zuteil werden lässt. Eine Gnade, die er in manche unserer Herzen setzt. Es ist wie ein Warner. Es ist wie jemand, wie ein Wecker, der einen immer wieder erinnert. Es ist wie jemand, den man angestellt hat, der nur darauf achtet, dass man, wenn man etwas Schlechtes getan hat, er auf einen hinweist, und wenn man etwas Gutes tun will, einen dazu anspornt. Diese Seele, die sich in manchen Menschen von uns befindet, bezeichnet Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt als die sich häufig tadelnde Seele. In uns drin, sofern unsere Herzen lebendig sind, befindet sich diese aufmerksame, gottesfürchtige Seele, die besorgt ist, die sich selbst zur Rechenschaft zieht und selbst überprüft, welche Absichten sie hat, und selbst überprüft, damit sie nicht sich selbst reinlegt. Das ist diejenige Seele, über die Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim, bei der er geschworen hat und gesagt hat, La uqsimu bin nafsil lawwama. Das heißt, nein, es ist nicht so, sinngemäß, wie sie denken, dass sie nicht am Tag der Auferstehung bereuen werden. Ich schwöre bei der sich tadelnden Seele. Ich schwöre bei der sich tadelnden Seele. Im Gegensatz dazu steht die Seele des Verbrechers. Die Seele des sündhaften Menschen. Derjenige, der sich selbst nie zur Rechenschaft zieht, der überheblich ist und über anderen stehen möchte, der sich selbst lobt und selbst sich, er denkt, er ist, oder er hat ein beruhigtes Herz im negativen Sinne, weil dieses Herz gestorben ist und sich deswegen nicht mehr regt. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagt, der gläubige Mensch bei Allah ist derjenige, der sich immer selbst tadelt. Er fragt sich, was habe ich mit meinen Worten gerade eben beabsichtigt? Was habe ich mit dem Essen beabsichtigt, das ich zu mir genommen habe? Was habe ich mit meinen Gedanken beabsichtigt, die in mir sind? Und was den sündhaften Menschen auf der anderen Seite angeht, so schreitet er vorwärts vor, ohne sich selbst irgendwann mal etwas vorzuwerfen. Schaut euch an. Erstens, er tadelt sich immer selbst. Wodurch? Durch die Aussagen und Taten, die er gemacht hat. Zweitens, das geht zum Beispiel besonders um Aussagen, die wie das Koran lesen, wie das Dhikr zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie das gute Gebieten, wie das schlechte Verbieten, die Dinge, durch die man sich Allah nähert. Zweitens, die Mubah-Sachen. Was isst er, was trinkt er? Warum habe ich jetzt gegessen? Warum habe ich getrunken? Habe ich einfach nur das Essen genossen? Oder wollte ich mit diesem Essen etwas, ein höheres Ziel erreichen? Sodass Allah subhanahu wa ta'ala mir sogar das Essen und Trinken als eine gute Tat niederschreibt. Oder habe ich meine Zeit verschwendet, indem ich einfach nur genossen habe? Und dann als drittes sagt er, was der Gläubige fragt sich, was habe ich eigentlich mit dieser Absicht, mit diesen Gedanken in meinem Herzen, in meinem Kopf gemeint? Sogar die Dinge, die er nicht gesprochen hat und die er nicht begangen hat, da sogar
tadelt er sich, weil wie kann es sein, dass er schlecht über einen anderen Menschen denkt? Wie kann es sein, dass er eine schlechte Absicht hat? Wie kann es sein, dass er solche Sachen überhaupt in sein Herz gelangen? Diese sich selbst tadelnde Seele, das ist die gläubige Seele, die, wenn sie etwas Gutes macht, dazu sich anspornt, innerlich dazu angespornt wird. Und wenn sie etwas Schlechtes gemacht hat, dann tadelt sie einen. Und das ist dieses schlechte Gewissen, was man hat und was man auch verlieren kann, Gott bewahre. Umgekehrt genauso, liebe Geschwister, ist diese sich selbst tadelnde, häufig tadelnde Seele auch die Seele am Tag der Auferstehung. Damit ist jede Seele gemeint, nach manchen Gelehrten. Wisst ihr warum? Weil der gläubige Mensch sich tadeln wird, warum hat er nicht noch mehr Gutes getan? Und warum hat er diese Sünden am Tage so und so nicht unterlassen? Denn dann hätte er sie nicht vorgefunden in der Waagschale seiner schlechten Taten. Und all diese Bedeutungen sind korrekt. Und all diese Bedeutungen stecken in dieser Ayah drin. Ich schwöre bei der sich häufig tadelnden Seele. Und das gehört zur Gewaltigkeit des Koran Karim. Nicht manche Leute denken, das sind verschiedene Auslegungen. Welche davon ist jetzt gemeint? Nein, alle davon sind gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala sagt etwas Allgemeines und darin verbirgen sich, dahinter verbirgen sich zahlreiche Bedeutungen, die alle korrekt sind. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, die sich selbst tadelnde Seele hat ein lebendiges Herz. Manche sagen, sie hat ein gutes Gewissen oder ein reines Gewissen oder überhaupt noch ein funktionierendes Gewissen. Im Gegensatz dazu ist der Hochmütige, der überhebliche Mensch, der sich selbst immer als richtig sieht, der sich selbst nichts sagen lässt, der, weil er sich immer richtig sieht, Gott bewahre, sich auch nicht tadelt und sich auch nicht zur Rechenschaft zieht. Und er denkt, Alhamdulillah, ist ja alles in Ordnung. Und da ich ja auch gesund bin und da ich auch Vermögen habe und da ich Güter in diesem Leben habe, dann muss ja mein Herr, subhanahu wa ta'ala, mit mir zufrieden sein. Achte darauf, wenn du eine Ibadah vollziehst, auf die folgenden 6 Dinge, die Imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, erwähnt hat. Zu diesen Dingen gehören Nummer 1, und das ist eine Art, wie man sich selbst überprüfen kann, wie man sich selbst tadeln kann nach jeder Ibadah, die man vollzogen hat. Der Ikhlas. Für wen hast du diese Ibadah gemacht? Von Allahu Akbar bis Assalamu alaikum. Zweitens, die Nasiha. Die Nasiha bedeutet, dass man hier Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber nicht nur aufrichtig ist, sondern es auch wirklich ernst und ehrlich meint. Drittens, die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam in der Ibadah. Habe ich diese Ibadah gemacht, wirklich nach der Sunnah, oder habe ich das einfach nur so gemacht, wie ich es gelernt habe, mal irgendwann mal? Weiß ich, was ich da tue? Viertens, Al-Muraqaba. Muraqaba bedeutet, dass man sich bewusst macht, dass man von Allah noch mehr beobachtet wird, als wenn man eine Kamera aufstellen würde aus allen 4 Perspektiven. Dass man das Gefühl hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur einen sieht, sondern jede Aussage, sogar jeden Herzschlag von uns beobachtet. Fünftens, dass man bezeugt, dass all dies, was man an Gutem tut, dieses Salah, was man verrichtet, diese Khutbah, der man lauscht, dass all diese guten Dinge eine Gnade Allahs sind, subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah nicht gewesen wäre, wenn Allahs Rechtleitung nicht gewesen wäre, wenn Allah deine Brust nicht erweitert hätte für diese Ibadah heute, wärst du nicht hierher gekommen. Wie viele andere Menschen sagen, wenn man ihnen sagt, komm in die Moschee, komm beten, er sagt, ja, ich will, inshallah, aber ich schaffe mal, und da kommen 20 Sachen dazwischen. Warum? Weil seine Brust ist eng und er schafft es nicht, sich eben zu überwinden. Sechstens, dass man sich bewusst macht, dass man diese Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala nicht auf die vollkommen vorgeschriebene Art und Weise verrichtet hat. Und dass Allah es eigentlich verdient hat, mehr, dass man ihm mehr tut, als dieses Gebet, das man für ihn verrichtet hat. Dass man hätte aufmerksamer sein müssen, dass man sich noch mehr hätte konzentrieren müssen, dass man noch mehr hätte intensiver Allah anbeten müssen. Wenn man sagt, Rabbi ghfirli, mein Herr, verzeih mir, zum Beispiel zwischen den 2 Niederwerfungen, da kann man das mit einem anwesenden, aber auch mit einem abwesenden Herz sagen. Meine lieben Brüder,
Die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben dieses Tadeln umgesetzt. Sie haben sich selbst vorgeworfen, dass sie nicht vollkommen sind. Damit man eben nicht überheblich, da gibt es verschiedene Berichte darüber, aber letztendlich haben sie sich sogar teilweise, wie in einem berühmten Hadith von Hanzala radiallahu ta'ala anhum, vorgeworfen, Heuchler zu sein. Weil sie gesagt haben, beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn wir in der Sitzung sind, in der Moschee sind, in der Khutbah sind, wenn wir deine Predigt hören, da kommt es uns vor, als würden wir Paradies und Hölle mit eigenen Augen sehen können in diesem Moment. Aber danach, wenn wir nach Hause gehen, mit unseren Familien sitzen, Ehepartnern sind und mit unseren Vermögen unserer Zeit verbringen, dann vergessen wir vieles von dem, was du gesagt hast, o Gesandter Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie darauf hingewiesen, dass das Vollkommenheit ist, die sie unterlassen haben, aber der sie auch als Menschen nicht immer gewachsen sind. Denn er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr in dem Zustand bleiben würdet, in dem ihr euch bei mir befindet, dann würden euch die Engel mit dem Handschlag begrüßen, während ihr auf euren Betten seid und während ihr auf den Wegen umherläuft. Aber, Hanzala, mal so, ihr schafft es eben nicht, diesen Zustand beizubehalten. Der Prophet im Gegensatz dazu, ihn besuchten die Engel. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn begrüßte sogar das Leblose, alaihi salatu wassalam. Meine lieben Brüder, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, manche der rechtschaffenden Menschen, der voraussagen rechtschaffenden Menschen, insha'Allah ta'ala, sie haben das wirklich umgesetzt. Einer von ihnen ist Al-Ahnaf ibn Qais, der war, einer der Tabi'in, der ist zur Zeit des Propheten, Muslim geworden, aber er hat den Propheten nie gesehen, alayhi salatu wassalam. Damit er weiß, was Yawm al-Qiyamah auf ihn wartet, ist er manchmal zu einer Öllampe gegangen und hat seinen Finger leicht manchmal reingehalten und sich selbst angesprochen, fühle dieses Feuer, warum hast du die Sünde am Tag so und so begangen? Warum habe ich die Sünde am Tag so und so begangen? Denn das Feuer ist leichter als das Feuer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Art, wie man sich selbst erinnern kann, wie man sich selbst wachrütteln kann, damit man von seinem Tiefschlaf der Unachtsamkeit aufwacht. Meine lieben Brüder, andere wie Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, er sprach sich selbst, er sagte, möge Allah sich einer Person erbarmen, die zu sich selbst sagt, bist du nicht diejenige Seele, die vor 10 Jahren mal die Sünde so und so begangen hat? Bist du nicht der Mensch, der damals all diese Sünden, auch wenn sie 100 Jahre zurückliegen, sie sind aufgeschrieben und du wirst sie bei Allah subhanahu wa ta'ala vorfinden, es sei denn, du rechnest mit dir selbst ab, bittest Allah um Vergebung, denn auf Arabisch Maghfira bedeutet Verdeckung eigentlich. Das heißt, du bittest Allah darum, dass er die Sünden verdeckt, sodass sie am Tag der Auferstehung nicht mehr auftauchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen, die nicht unaufmerksam auf diese Erde umherziehen. Und es gibt Menschen, liebe Geschwister, die sind bereit, den Todesengel in jedem Augenblick zu empfangen. Jeden Augenblick zu empfangen. Weil sie sich vorbereitet haben. Es gibt keine Rechte, die sie anderen Menschen genommen haben. Sie erfüllen die Rechte Allahs gegenüber. Sie bitten Allah um Verzeihung für die Sünden, die sie gemacht haben, die kleinen, die großen. Und sie haben mit sich selbst schon abgerechnet. Und sie wissen, dass wenn sie auf Allah antreffen werden, dass auf sie, insha'Allah, etwas Gutes warten wird. Möge Allah azza wa jalla mich und euch zu den Menschen machen, die sich selbst tadeln, häufig tadeln, zur Rechenschaft ziehen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.